So, herzlich willkommen zur Vorlesung Programmiermethodik. Wir sind im Wintersemester 2015-2016. Das ist die dritte Vorlesung, glaube ich. Kann das sein? Ja. Wunderbar. So, wir haben uns beschäftigt, also wir versuchen eigentlich immer noch systematisch zu programmieren, aber der Schwerpunkt der Vorlesung liegt eben auch auf objektorientierter Modellierung. Und die Idee war, dass man sich einem Problem dadurch nähert, dass man Beispielszenarien sammelt. Wir hatten uns so eine Beispielsituation angeguckt, da kann man durchaus auch mal eine Zeichnung zu machen, dann textuelle Beschreibungen für Abläufe macht, solche Dinge wie Kali geht in einen Raum, lernt die Sachen da, kriegt die Credits, verbraucht Motivation und solche Dinge mehr. Was man erstmal einfach textuell beschreibt, manchmal machen wir auch Comics für solche Abläufe, damit wir das so ein bisschen beschreiben können und solche Dinge. Und dann haben wir mehr oder weniger systematisch angefangen, diese textuellen Szenarien durchzugehen und unsere eigentliche Modellierungsarbeit zu machen. Das heißt, wir haben uns überlegt, mit was für Objekten, mit was für einem Datenmodell können wir zur Laufzeit im Hauptspeicher unseres Computers diese Situation so darstellen, dass wir die Programmabläufe leicht umsetzen können. Ein langer Satz. Ne? Also wie erklären wir unserem Computer diese Situation? Und dafür haben wir im Prinzip Objekte angefangen und hier in dem Beispiel haben wir gesagt, okay, jeder Raum ist ein Objekt, Kali ist ein Objekt, der Student oder die Studentin, haben dann solche Attribute definiert für unstrukturierte Daten wie Strings und Nummern und haben das alles abgelegt, haben Beziehungen zwischen den Räumen definiert und solche Dinge mehr. Das ist die eigentliche Modellierungsarbeit, die da passiert. Und danach kommen ein paar jetzt eher technische Schritte. Wir haben dann jedem Objekt einen Typ gegeben, weil um nachher Objekte im Hauptspeicher unseres Computers zu haben, wenn wir das Java-Programm fertig ausführen, brauchen wir Klassen, wo wir dann sagen können New Room, damit ein Room-Objekt erzeugt werden kann. Das heißt, wir müssen Klassen bauen. Und dafür muss man uns eben genau überlegen, okay, um diesen Raum 3 hier repräsentieren zu können, was wäre die richtige Java-Klasse, um das Ding abzubilden. Und dann haben wir gesagt, okay, wir reichen jetzt mal, hier reichen für fast alle Dinge, die wir haben, diese Klasse Room aus. Und für unsere Studenten nehmen wir die Klasse Student und damit kommen wir dann ungefähr hin. Okay? Dann haben wir daraus ein Klassendiagramm abgeleitet und so weit waren wir letzte Woche gekommen. Ne? Im Prinzip ist die spannende Teil des ganzen Vorgehens bis hierhin der Teil, wo ich mir überlege, wie soll mein Objektmodell aussehen. Das sind Sachen, wo ich Hirnschmalz reinstecke, was ich, naja, geschickt machen muss und was für die weitere Softwareentwicklung dann der entscheidende Schritt eigentlich ist. Das ist nicht beim ersten Mal gleich richtig. Normalerweise gibt es durchaus mehrere Iterationen, die man durchläuft. Man verändert solche Modelle nachträglich noch. Wichtig bei uns ist, diese Modelle sollen, naja, intuitiv leicht verständlich sein. Naja, und mehrheitsfähig, hatten wir gesagt. Das sind so Dinge. Also die müssen in dem Sinne anschaulich sein, dass alle Leute, die mit diesen Modellen arbeiten müssen, sich da drin zurechtfinden und sagen, ja, ich finde, das hast du damit, das beschreibt mein Problem gut. Das ist eine wichtige Angelegenheit. Die wichtigsten Leute an dieser Stelle sind schon nachher die, die das programmieren müssen, weil die müssen sagen, okay, damit ich jetzt meinen Algorithmus umsetzen kann, fehlt mir eine bestimmte Information. Dann ist das Modell doof. Ne, dann müssen wir das Modell erweitern. Oder die müssen sagen, wenn wir hier noch eine zusätzliche Kante machen würden, dann wäre mein Leben doppelt so leicht und ich wäre doppelt so schnell fertig. Das sind alles Dinge, die wir noch berücksichtigen wollen. Okay, wenn wir das dann mal irgendwann geschafft haben, haben uns auf ein Objektmodell prinzipiell geeinigt, haben alle Objekte da drin getypt, dann haben wir als Konstruktionszeichnung für unser Programm solche Klassendiagramme. Und was wir heute machen werden, ist, wenn wir so eine Konstruktionszeichnung haben, wie wird das jetzt in Java umgesetzt? Das ist in weiten Teilen total trivial und einfach. Und dann gibt es ein paar Dinge, da streitet sich die Wissenschaft noch. Da werden wir zwei Alternativen kennenlernen, hoffe ich heute. Und dann ist die Sache eigentlich klar. Okay.
Klassendiagramme haben eine Syntax und Semantik. Das ist letztendlich eine Sprache, die eine Menge von Wörtern beschreibt, aber das ist nur raue Theorie. Lass uns gleich sehen, was Klassendiagramme eigentlich machen sollen, ist, die sollen mir Anleitung geben, wie implementiere ich jetzt das Datenmodell für mein fertiges Programm nachher. Und das geht relativ leicht. Ich habe jetzt lauter so Folien, die sind so dreigeteilt. Oben ist immer das Klassendiagramm und der Java-Code, der die Struktur meines Datenmodells beschreibt. Hier ist Laufzeitdatenstrukturen und hier sind Methodenrümpfe oder Statements aus Methodenrümpfen, die beschreiben, wie das hier entsteht. Also so eine Klasse hier, Room, wird in Java auch eine Klasse, aber eine Java-Datei, die heißt room.java, da drinnen eine Klasse, die auch Room heißt. Und wenn ich das habe, allein dieses Ding, dann kann ich irgendwo anders in einem Testprogramm New Room schreiben und damit ein Raumobjekt zur Laufzeit erzeugen. Im Hauptspeicher entsteht dann so ein Ding. Ne, irgendwelche Speicherzellen werden reserviert, da wird jetzt dieser Raum abgelegt. Es wird hier eine Variable definiert, wo ich mir das merke, den Zugriff auf dieses Raumobjekt. Und dann kann ich nachher nochmal New Room machen, dann habe ich einen zweiten Raum und an den ersten komme ich nicht mehr dran. Okay. Wir setzen in dieser Vorlesung im Wesentlichen Eclipse ein. Ich habe das hier schon mal aufgemacht. Wir haben in den Übungen schon angefangen und versucht, dieses Eclipse zu installieren. Das heißt, es sollten prinzipiell alle Leute auf ihrem Rechner drauf haben. Wir haben Eclipse auch schon in Einführungen in die Programmierung teilweise verwendet. Das haben mindestens die bei mir die Vorlesung gehört haben, schon so ein bisschen kennengelernt. Das heißt, ich kann das hier ein bisschen kürzer handhaben. Wir werden das heute viel intensiver verwenden, als was wir in Einführung in Programmierung machen und dann eben noch mal ein paar weitere Tricks kennenlernen. Prinzipiell geht das jetzt hier ganz normal los. Das ist mein normales Eclipse. Da sind schon ganz viele Projekte drin. Die sind hier an der Seite so aufgeführt, das könnt ihr auch schlecht lesen. Kann ich nicht dafür. Da sage ich jetzt ganz normal, mach mal ein neues Java-Projekt mit dem Namen Programmiermethodik. Winter Term 15, 16, warum denn auch nicht? Ne? Das tut's im Großen und Ganzen. Ihr müsst eure Projekte geschickter benennen. Ne? Da muss irgendwie eure Matrikelnummer und Namen rein und solche Dinge mehr und die nachher in Git anmelden. Das haben wir ja auch schon geübt. Ich hoffe, das haben alle auf der Kette. Okay, hier kann man noch mehr Dinge einstellen, aber mir reicht das jetzt erstmal. Jetzt habe ich hier ganz normal so ein Projekt. Da gibt es, das sieht man fast nicht, dann offensichtlich einen Source-Ordner. Da kann ich jetzt Dateien anlegen. Na, und in Einführung in Programmierung haben wir noch fast alle Sachen einfach so im Root-Verzeichnis angelegt. Das kann man auch prinzipiell tun. Ich sage gleich, warum das generell keine gute Idee ist. In Eclipse sagen wir jetzt einfach wieder New und dann aber Class. Dann fragt er mich, wie soll denn die Klasse heißen, die du da anlegen möchtest. Dann nehmen wir doch mal Room. Das hatten wir jetzt gerade. So, und dann fragt er mich mehr oder weniger versteckt hier oben nach einem Package-Namen. Ich glaube, das hatten wir in Einführung in Programmierung noch nicht viel benutzt, Packages. Glaube nicht, ne? Genau. Also, das ist ein, kann sein, dass ich es erwähnt habe. Also prinzipiell kann man in Java seine Klassen in so Unterverzeichnisse tun und aus technischen Gründen heißen die in Java Packages. Die kann man beliebig miteinander schachteln, ineinander schachteln, wie man das möchte. Der Grund, warum man das tut, ist, dass man manchmal Bibliotheken verwendet, zusätzlich zu seinem eigenen Kram. Bibliotheken sind einfach Sammlungen von vordefinierten Klassen, die von anderen Leuten kommen. Da gibt es zum Beispiel Java Util, da sind ganz viele Klassen drin, mit denen werden Containerklassen, also so Hash-Tabellen, sortierte Bäume, alles, was ihr in Algorithmen und Datenstrukturen gelernt habt, die sind da schon vordefiniert drin, die kann ich einfach so verwenden. Dann verwendet man oft irgendwelche Apache Commons-Bibliotheken, die können so Strings, wo Sonderzeichen drin sind, so umwandeln, dass die in HTML darstellbar sind und solche bösen Dinge machen. Es gibt tausend und eine Bibliothek, ganz viele Eclipse-Bibliotheken, die man verwenden kann. Und das Problem ist jetzt, wenn ich von zwei verschiedenen Leuten Bibliotheken nehme und die möchte ich zusammen in meinem Programm benutzen. Und da haben beide, also Leute, die mir diese Bibliotheken zugeliefert haben,
eine Klasse reingemacht, die heißt Student. Dann hat Java verloren. Ne, dann weiß ich nicht, wenn ich jetzt Student hinschreibe, welchen davon meine ich. Und deswegen ist es internationale Konvention, dass jeder, der eine Bibliotheksklasse herstellt, also eine Klasse, die vielleicht jemand anders in einem anderen Projekt verwenden können soll, diese in ein spezielles Package tut, typischerweise mit einem Namen, der sich aus irgendeiner Internetdomäne ableitet, die man für sich alleine hat. Also wir würden normalerweise unsere Packages tun irgendwo nach DE, Uni Kassel, FB16, Software Engineering, irgendwo da rein oder so. Irgendein eindeutiges Präfix, damit, wenn ich später mit Leuten aus Dortmund irgendwie mein Programm zusammenwerfe, da kein Konflikt entstehen kann. Na? Und diese Packages machen halt immer eigene Namensräume für Klassen aus. Das sollte man grundsätzlich tun, auch wenn man eigentlich nicht die Absicht hat, fremde Bibliotheken zu verwenden oder seine Sachen mal irgendwann anderen Leuten zu geben. Das Problem ist, dass wenn man ein Package von jemand anderem verwenden möchte oder Klassen, die da drin sind, dann muss man ein Import-Statement angeben, muss man sagen, ich möchte gerne de.unidortmund.softwaretechnik. Irgendwie alles möchte ich gerne haben. Das kann ich schreiben, da gibt es einen extra Befehl, den werden wir auch noch kennen, für aber Dinge, die im Default-Verzeichnis sind, also ohne einen Package-Namen daherkommen, kann ich nicht importieren. Das heißt, wenn ich selber mich in einem Package befinde, habe ich auf Klassen, die im Root-Verzeichnis sind, keinen Zugriff mehr. Und deswegen sind Klassen im Root-Verzeichnis doof. Und erste Regel heute, niemals eine Klasse ins Root-Verzeichnis tun, sondern immer ein eigenes Package aufmachen. Da wäre jetzt DE eigentlich schon sehr schön. Und ich nenne den jetzt mal PM, Winterterm, 1516. Internationale Konvention, alles klein geschrieben, immer am Anfang Buchstaben. Ne, für jedes Teilwort. Okay, das soll mir jetzt mal gerade reichen. Ach komm, Punkt Software Engineering. Nee, das müssen wir davor machen. Ne? DE, UKS für Kassel. Okay, das reicht jetzt. Ne, in Kassel gibt es nicht noch einen, der PMWT 1516 als Package-Namen genommen hat. Bin ich relativ sicher. Wenn doch, haben wir ein Problem. Dann kann ich nicht mehr mit dem, dann spiele ich nicht mit dem. Okay, alles klar. Das kann ich jetzt anlegen. So, jetzt kriege ich so eine Klasse. Da ist hier oben fett reingeschrieben, dieser Package-Name, den ich mir gerade überlegt habe. Und dann ganz normal Public Class Room. Room, das ist hier im Verzeichnisbaum, auch in einem Unterverzeichnis von dem Source-Verzeichnis, wo alle meine Dateien drin liegen. Und da in dem Subverzeichnis /de/UKS. /pmw1516, aber das wird hier in diesem Browser so vereinfacht dargestellt. Das könnte ich umstellen, habe ich jetzt gerade keine Lust zu. Okay, ne, also in Java ist es zusätzlich Konvention, dass die Verzeichnisnamen die Package-Dateinamen abbilden, damit man auf der Verzeichnisstruktur die gleiche Struktur hat wie durch diese Packages. So, jetzt haben wir eine Klasse Room. Das ist total cool. Jetzt können wir mehr Dinge machen. Jetzt können wir nämlich schon New Room aufrufen. Und dann lass uns das auch tun. Und dann lernen wir gleich die nächste Sache kennen, nämlich wir brauchen jetzt irgendwie so eine Klasse, mit der wir Szenarien durchspielen können. Die Idee ist ja, dass wir dieses Szenario, Kali geht in den Matheraum und kriegt Punkte, dass wir jetzt die Infrastruktur schaffen, mit der wir das bearbeiten können. Und da müssen wir auch immer gleich prüfen, funktioniert das jetzt so, wie wir uns das überlegt haben. Das heißt, wir werden dieses Szenario nachprogrammieren. Und das macht man in so einem Beispielszenario, Beispielablauf. Und dann prüft man, ob das auch alles richtig funktioniert. Und deswegen machen wir für solche Sachen Tests. Das heißt, wir schreiben jetzt eine eigene Klasse. Da drinnen schreiben wir Tests für die verschiedenen Szenarien, die wir durchspielen wollen. Man kann auch mehrere Testklassen haben. Wir fangen jetzt erstmal mit einer an. Und die ist halt anders als die Modellklasse. Das heißt, ich mache jetzt mal nochmal mit Ctrl-N eine neue Klasse, Java, Class, genau. Und die, da hat er jetzt diesen Package-Namen schon standardmäßig eingetragen, deswegen ist das relativ simpel. Die nenne ich jetzt mal Study Write
Szenarios, zum Beispiel. Ne? Das sind jetzt meine Szenarien für StudyRight. Ich habe die im Augenblick ins gleiche Package getan wie meine Modellklassen. Darüber streiten die Experten. Es gibt Menschen, die haben das lieber getrennt. Und es gibt Menschen, die haben es lieber beisammen. Es gibt technische Argumente, die dafür sprechen, das in einem Package zu machen. Haben wir dieses Public schon kennengelernt bei Einführung in die Programmierung hier vorne? Da steht so ein aufdringliches Public davor. Also wenn wir das löschen, dann ist das immer noch eine gültige Java-Klasse, aber die ist nur innerhalb des Verzeichnisses oder des Packages, in der sie deklariert ist, wieder sichtbar. Das heißt, andere Klassen in unserem PM-Paket können darauf zugreifen, aber Leute in irgendeinem anderen Package, im Root-Package oder so, haben keinen Zugriff mehr auf diese Klasse. Ne, das heißt, die ist dann eben lokaler. So, wenn ich jetzt die Testszenarien und die Modellklassen in verschiedene Packages tue, dann hat mein Test auf bestimmte Dinge, die nicht public sind, keinen Zugriff mehr. Und das ist doof. Tests wollen ganz tief in die Datenmodelle reingucken, um zu prüfen, ob alles richtig ist. Und ja, deswegen macht es manchmal Sinn, die in einem Verzeichnis zu haben, ist aber sehr viel Geschmackssache. Prinzipiell werden diese Sichtbarkeiten überbewertet. Also die sind auch relativ leicht, dass man die schnell mal ändert. Das ist nicht so ein Drama. Okay, da rein wollen wir jetzt eine Testmethode schreiben, die so ein Beispielszenario mal durchspielt. Ne? Und dafür werden wir ein Rahmenwerk verwenden, das nennt sich JUnit. Haben wir das in Einführung schon verwendet? Weiß ich nicht genau. Nein, glaube ich nicht. Das ist extra von Kent Beck und Erich Gamma gebaut worden, um Tests zu machen. Das ist ein wahnsinnig populäres Framework und das ist insbesondere auch in die Eclipse-Umgebung im Graphical User Interface von unserem Programmierumgebung mit integriert. Und deswegen ist das so relativ cool. Und wenn man das machen möchte, muss man vor die Methode, die man schreiben möchte, ein Klammeraffe-Test schreiben. Das ist eine sogenannte Annotation. Das sind Kommentare, Pseudokommentare, die in den Quelltext mit reingeschrieben werden, wenn das Java-Programm übersetzt wird, in die Java-Class-Dateien, in die Binaries mit reingebunden werden und mit deren Hilfe man diese Binaries durchsuchen kann. Man kann dann sagen, hier, diesem Paket gibt es hier irgendwo eine Methode, die so eine Testannotation hat. Und wenn es die gibt, dann ruft die doch mal auf. Und das wird hier verwendet. Dafür muss man die Dinger formal deklarieren und man muss sie auch importieren, leider. Und man muss auch die Bibliothek einbinden, was wir alles noch nicht gemacht haben, weswegen das Ding hier rot unterklingelt ist. Dann kommt so eine Markierung, da kann man die Maus draufstellen, die sagt dann so, das ist aber, kenne ich gar nicht, was meinst du denn mit Tests? Und hinter dem Klammer auf möchte ich gerne was wissen. Jetzt kommen so ein paar magische Tricks. Es gibt Control 1, nichts, Mist. Okay, ist aber schade, finde ich. Wir machen das mal anders. Wir schreiben mal nur Test, machen Control Blank. Hey, das ist besser. Na? Also, Control Blank ist die wichtigste Tastenkombination bei Eclipse. Das ist eine Tastenkombination, mit der macht man Autovervollständigung. Also man schreibt von irgendwas die ersten paar Buchstaben hin und dann weiß der, wie es weitergeht. Und für so ein paar spezielle Wörter, wie zum Beispiel dem Test, weil der so wichtig ist, weiß er da ganz viele Dinge drüber. Na? Das heißt, man schreibt nur Test hin und macht dann Blank und dann ergänzt er einem ganz viel und dann sagt er aber trotzdem, das ist hier immer noch rot. Na? Und jetzt hat er aber hier so eine kleine gelbe Glühbirne hingemacht. Das soll heißen, ich habe eine Idee, was man tun könnte. Na? Und das heißt, man kann ihm jetzt sagen, reparier das doch einfach mal. Diese kleine gelbe Glühbirne ist ein großer Segen, wenn man richtig damit umgeht, und ein großer Fluch, wenn man falsch damit umgeht. Damit kann man sich sein Programm schneller kaputt machen, als man gucken kann. Und man kann sich Fehler produzieren, nachdem man sich echten Wolf sucht, bis man die wieder rausgemacht hat. Also bei dieser Stelle hier ist es besonders lieb, wenn man jetzt sagt, oh, create annotation test. Na, ja, finish, prima. So, Fehler ist weg.
Ne? Das Programm kriegt er jetzt nie wieder zum Laufen. Ne? Was er jetzt gerade gemacht hat, er hat einfach eine neue Testklasse geschrieben, die, wo er hier so ein Klammeraffe-Interface hingeschrieben hat, das ist die Art, wie Annotationen implementiert werden. Mache ich jetzt schnell wieder weg, weil das war ganz böse. Also man schafft es, der absolute Knaller ist, man schafft es mit diesen Glühbirnen sehr leicht, sich eine Klasse zu machen, die sich da orglang.object nennt. Wenn man sich eine Klasse orglang.object selber schreibt, dann überdeckt man die Objektklasse von dem Java-Laufzeitsystem, die genauso heißt. Und damit kann man sich fröhliche Fehler bauen. Das ist total cool, da geht nichts mehr. Dann funktioniert euer Programm kein bisschen, ihr kriegt die komischsten Abstürze zur Laufzeit und werdet dann Betreuer fragen, was habe ich denn falsch gemacht? Die werden sich stundenlang euer Programm angucken und völlig verzweifelt sein und den Glauben an die Welt verlieren und bis irgendwann einer auf die Idee kommt, mal zu gucken, ob ihr euch so ein Ding selber gemacht habt. Ne, also da müsst ihr wirklich höllisch aufpassen, dass ihr da nichts Falsches macht. Also wenn ihr so eine Glühbirne verwendet, dann seid bitte vorsichtig, dass ihr das richtig tut. Ich bin ein bisschen geschockt, dass es jetzt diesen Test hier trotzdem immer noch gibt. Habe ich, okay, entfernen. Okay, ne, also das ist dann auch gar nicht so leicht zu reparieren. Okay, was wir hätten machen wollen, ist dieses add junit for library to build parse. Das war richtig. Da darf ich dann draufklicken. Was jetzt passiert ist, kennt jeder den build parse von Eclipse? Den kriegt man zum Beispiel, wenn man hier draufklickt und dann rechte Maustaste build parse macht. Und dann gibt es hier so ein extra Reiter Configure Build Parse. Der gibt eigentlich dem Java-Compiler an, wo finde ich meine Java-Dateien, die ich kompilieren soll, und wo finde ich Bibliotheksbausteine, die ich dafür benutzen soll. Und eventuell noch, wo finde ich andere Projekte, die ich benutzen soll. Ich glaube, andere Projekte, nutzen wir das jetzt? Ja, ne? Oder? Gut. Okay. Dem habe ich gesagt, alles, was im PM Winterterm 1516 im Source-Verzeichnis findet und in Unterdateien davon oder Unterverzeichnissen davon und auf .java endet, bitte kompilieren. Dann bitte verwende Java 1.8. Ich habe keine Ahnung, welche Variante davon. Und dann zählt er hier alles auf, was da so drin ist. Offensichtlich 1.8.0.31 habe ich hier noch am Start. Und dann habe ich ihm gerade gesagt, und dann bitte verwende JUnit. Und in dem JUnit ist nicht so viel drin, aber da gibt es irgendwo eine JUnit-Datei unter C, Doppelpunkt, User, Zündorf, Updata, Local, Yatta, Launcher, Install, bla 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 bla. Die wusste er, wo die ist, weil er wusste, dass ich die bestimmt brauchen würde. Und die hat er jetzt hier schon eingebunden. Okay, und das sind die beiden wichtigen Dinge, die man braucht. Kommt man nicht oft mit in Berührung, aber jetzt eben genau am Anfang einmal. Okay. Aber wir werden noch ein paar Mal damit in Berührung kommen, wenn wir dann EMF-Dinge einbinden und solche Sachen mehr. Jetzt ist das soweit fertig. Das hier oben ist noch gelb interklingelt. Da sagt er, oh, den benutzt du gar nicht. Willst du den wirklich haben? Ja, ich werde ihn gleich benutzen. Das hier ist so ein Import-Statement, was ich gerade gesagt habe. Ich sage, ich möchte aus dem Paket org.unit.test dieses Ding möchte ich gerne verwenden. Ne? Und ich möchte demnächst aus org.junit.assert auch noch Dinge verwenden. Ah, dieses Static hier finde ich jetzt gerade ein bisschen hässlich. Lass uns das mal wegmachen. Okay, dann ist es jetzt eine einheitlichere Syntax. Gut, und jetzt können wir tatsächlich einen Test schreiben. Da würden wir zum Beispiel sowas sagen wie New Room. Ne? Herz allerliebst. Jetzt brauchen wir eine Variable, in der wir uns den merken. Ah, das ging zu schnell. Ich habe hier Ctrl 1 gemacht, da macht es ja mal so fröhliche Vorschläge, das könntest du hier sinnvoll tun. Dann habe ich gesagt, assign statement to new local variable. Und dann baut er so eine Variablendeklaration davor und eine Zuweisung. Und dann sage ich, ja, nennen wir es doch mal Mathroom. Oder vielleicht besser R1. Na, das ist jetzt einfach der Name, unter dem ich dieses, ach, R1 ist auch toll. Auch kein. Nennen wir es doch Room. MyRoom. Ja. Okay. Internationale Konventionen, Klassennamen immer groß.
Dinge, die auf Objekte zeigen, immer mit kleinen Buchstaben am Anfang. Ne, das ist genau wie Objektdiagramme und Klassendiagramme. Okay, das können wir jetzt schon laufen lassen, aber hier passiert jetzt nicht viel. Er erzeugt ein Ruhmobjekt, wir müssen auch noch prüfen, ob das geklappt hat. Das könnten wir hier zum Beispiel machen mit assert. Assert ist eine Klasse, die bietet viele Methoden an, und zwar statische Methoden, die kann ich aufrufen, wenn ich den Klassennamen hinschreibe und dann noch andere Dinge machen. Da gibt es zum Beispiel ein assert not null. Na, und da kann ich dann sagen, oh, my room, das hätte ich gerne, dass der bitte jetzt nicht mehr null sein sollte. Und was ich noch machen kann, ich kann eine Fehlermeldung ausgeben, wenn es schief geht. Das heißt, ich könnte jetzt hier noch hinschreiben, ich könnte jetzt hier noch hinschreiben, there's no room. Error, no room. Ja, das reicht. Oder so. Okay, wenn wir das jetzt laufen lassen, wird es funktionieren. Das ist ein bisschen doof. Lass uns mal noch eine zweite Variable machen. Die nennen wir mal no room. Und die initialisieren wir mit null. Und dann gucken wir mal, ob diese Fehlermeldung überhaupt funktioniert. Na? Das heißt, wenn ich jetzt hier no room hinschreibe, dann sollte jetzt was passieren. So, dann kann man auf diese Klasse hier im Baum klicken, man kann aber auch hier irgendwo klicken und dann sagen rechte Maustaste, run s oder debug s. Oh. Debug s, ja, natürlich an der anderen Seite, JUnit Test. Das heißt, in unsere Eclipse ist extra eingebaut, Kommandos, mit denen man jetzt diese Testumgebung laufen lässt, wenn wir das tun, kriegen wir hier einen roten Balken. Na? Bei mir werden diese JUnit-Tests hier eingebunden. Dieser View kann überall sein. Der gibt so einen baumartig wieder, der kann mehrere Tests auf einmal laufen lassen oder auch nur einzelne, wie man das möchte. Und der sagt jetzt hier in dieser Klasse StudyWrite-Szenarios, der Test mit dem Testnamen Testname, was ist das denn für ein Name? Alt-Shift-R umbenennen. Das ist der Test Kali at Mars in. Ne? Kali in Mars Room. Okay, müssen wir den Test neu laufen lassen. Jetzt steht da auch ordentlich Kali in Mars Room. Und hier gibt es jetzt einen Assertion Error. Da steht dran No Room. Hey, stimmt. Und das ist an dieser Stelle. Da kann man auch doppelklicken. Dann springt er dahin, wo der Test fehlgeschlagen ist. Das ist eine sehr gängige Vorgehensweise, die man benutzt, um zu prüfen, ob die Szenarien so ablaufen, wie man das gerne möchte. Und das ist jetzt auch das Erste, was wir dann tatsächlich tun werden. Okay, das mit dem No-Room war doof. Wenn wir jetzt hier aber Math-Room hinschreiben, My-Room, dann sollte das funktionieren. Hey, Schlamperei, wer hat meine Klammer geklaut? Hat er dafür keinen Vorschlag, was er machen könnte? Nö, Schlamperei. Da ist ja Kuh drauf. Jetzt haben wir hier einen mördergroßen grünen Balken. Immer ein guter Grund, einen Kaffee zu trinken. Ja, also, Bier aufzumachen, Fete, Feierabend zu machen. Solche Sachen. Ne? Also wenn wir grüne Balken haben, sind die immer cool. Okay. Wir können gleich noch mehr Sachen erzeugen. Zum Beispiel einen zweiten Raum. Jetzt haben wir hier den No-Room genannt, sondern den nennen wir jetzt mal Neighbor-Room nennen. Da schreiben wir nochmal New-Room hin. Jetzt können wir schon mal beliebig viele Räume machen. Das ist ja schon mal sehr schön. Ne? Als nächstes kommen Attribute im Klassendiagramm. Fangen wir mal mit Credits an. Ne? Attribute im Klassendiagramm werden natürlich Attribute in der entsprechenden Klasse. Ne? Das heißt, wir würden jetzt hier sowas hinschreiben wie int Credits. Herz allerliebst. Das könnten wir so tun. Ne? Dann könnten wir das auch schon verwenden und das würde im Wesentlichen alles soweit funktionieren.
Wenn man hier nichts davor schreibt, gilt wieder das Problem mit diesen Sichtbarkeiten. Auf dieses Attribut können nur Leute zugreifen, die im gleichen Package programmiert sind. Unser Test ist im gleichen Package programmiert, alles ist gut, aber wir würden eventuell erst auch gerne einen Zugriff nach außen haben wollen. Und jetzt kommt eine spezielle softwaretechnische Eigenschaft. Wir brauchen für spätere Dinge mehr Kontrolle darüber, wer auf unsere Attribute lesend und schreibend zugreift. Das brauchen wir insbesondere im Graphical User Interface Programmieren. Da möchten wir jedes Mal, wenn sich so ein Credits ändert, die Anzeige aktualisieren. Und dafür wollen wir so einen Seiteneffekt bauen, der immer, wenn da schreibend drauf zugegriffen wird, automatisch das Graphical User Interface aktualisiert. Was man auch braucht, ist manchmal so Prüfoperationen, dass wenn einer Credits auf was Negatives setzen würde in unserem Fall, dann würden wir sagen, nein, das ist nicht erlaubt, die dürfen nicht negativ werden. Und dann macht man so Vorprüfungen der Parameter oder des Zuweisungswertes, bevor man diese Zuweisung tatsächlich durchführt. Es gibt auch Leute, die machen Seiteneffekte bei lesenden Zugriffen. Da kann man so lazy Implementierungen mitmachen, dass bestimmte Werte erst ausgerechnet werden, wenn sie das erste Mal benutzt werden. Und das sind Dinge, die man relativ häufig braucht, nur leider nicht gerade am Anfang. Aber nichtsdestotrotz ist das wahnsinnig wichtig und deswegen muss ich euch das jetzt schon ganz zu Anfang reinprügeln, damit ihr das immer schon so macht. Das heißt, wir werden nie so ein Attribut public machen, dass es von außen direkt sichtbar ist. Wir werden auch nie das einfach ohne irgendwas machen. Wir machen die immer private, weil die Götter der Softwaretechnik das so befohlen haben. Okay. Und dann macht man Zugriffsmethoden. Man macht eine Get-Methode, schreibt Get hin und Control-Blank. Dann sagt er schon als erstes, möchtest du Get-Credits machen? Ja. Dann sagt man, ja, möchte ich. Und dann schreibt er einem so eine Zugriffsmethode. Und die ist automatisch public, weil man das meistens haben möchte. Die greift auf das Attribut zu und liefert das einfach zurück. Macht einen Return-Credits, nichts Kompliziertes. Und die Methode wird dann anschließend überall verwendet. Weil hier könnten wir jetzt noch Seiteneffekte programmieren, wenn wir das wollen. Das heißt, alle Lesezugriffe auf Credits gehen durch diese Methode und alle Schreibzugriffe gehen durch die entsprechende Set-Methode. Das ging wieder ein bisschen schnell. Also ich schreibe Set hin, Control-Blank, Set-Credits, dann habe ich das hier. Okay? Das macht im Wesentlichen nur, nimmt den Parameter und weist ihn direkt an sys.credits zu. Per Default nennen die das immer gleich. Das ist von der Sichtbarkeit her so ein bisschen kompliziert. Funktioniert hier, brauchen wir jetzt nichts dran rumschrauben. Das heißt, alle normalen Attribute werden immer auf dem Private Java-Attribut-Feld abgebildet mit einem Public Setter und Getter. Und wir finden das nicht lustig, wenn das jemand anders macht. Nicht lustig im Sinne, dafür ziehen wir Punkte ab. Na, also das ist überhaupt nicht spaßig. Eine ganz ernste Geschichte. Okay, aber wenn wir das gemacht haben, dann können wir jetzt, jetzt suche ich wieder unseren Test, in unserem Test hingehen und sagen, ha, wenn ich einen Room gemacht habe, dann sage ich jetzt room.setcredits, was hat denn der für Kanten. Soll der Mathe-Raum sein? Der hatte wie viel? Hm. 17. Der hatte 17 Credits. Na? Das war unser Szenario. Bitte? Alle glücklich? Okay. Okay, dann hatten so einen Raum außerdem noch ein Topic. Ne? Also diesen Namen. Den tun wir jetzt mal in so ein Topic-Attribut rein. Das heißt, wir würden jetzt eigentlich gerne sowas machen wie myRoom.setTopic Maß. Ne? So, man kann das eben auch andersrum machen. Jetzt habe ich mal erst die Anwendung hingeschrieben und dann habe ich gesagt, okay, setTopic gibt es noch nicht, dann mach sie mir doch. Das ist nicht so cool, weil jetzt fehlt mir hier der Methodenrumpf. Das war eben cooler, wie wir das gebaut haben. Man kann jetzt aber hier durchaus hingehen, wieder mit Ctrl 1 auf den Parameter gehen. Und dann sagt er, assign parameter to new field. Wenn man das macht, dann legt er hier oben so ein Field an, macht das schon private. Und das heißt jetzt aber noch irgendwie so ein bisschen
ein bisschen neutral. Das heißt, wir würden das Ding jetzt Topic nennen. Hey, super. Hier dieses String ist noch so ein bisschen doof. Dafür gibt es eine Taste, die heißt Alt-Shift-R, wie Rename. Dann kann ich das eine anklicken und dann hier sagen, ich hätte das gerne New Topic genannt. Und dann ändert sich das andere gleich mit. Habt ihr das gesehen? Da oben habe ich getippt. Da unten, das hat sich alle anwendenden Vorkommen, werden gleich mit umbenannt. Ich kann das auch hier umbenennen. Alt-Shift-R, My New Topic, wie ich das möchte. Ja. Für Eclipse gibt es diverse fröhliche Tastenkürzel. Wer mehr kann, ist eindeutig cooler. Ja. Die wichtigsten findet man natürlich bei Google. Bin ich online? Ja, wunderbar. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal suche nach Eclipse Shortcuts, ist eine gute Idee. 102 Keyboard Shortcuts für Eclipse. Da gehen welche aufgeführt. Ne? Files, Editor Windows sind vielleicht die schönsten. Da war irgendwo Control Blank. Navigate in, wo ist ein Autocompletion? Select Text, Edit Text. Die wichtigsten sind hier zu weit weg. Was? Wo? Wo? Editing? Tiefer, tiefer, tiefer? Noch weiter unten? Control Backspace steht hier, das ist was anderes. Control Blank. Ich suche Control Blank. Control Space, da. Na, und Control 1, das sind die wichtigsten. Und Alt Slash. Die 102, bis nächste Woche auswendig lernen. Die 900, die euch dann noch fehlen innerhalb des Semesters. Ne? Okay, die sind wirklich wichtig. Googelt danach und tatsächlich versucht, während ihr das macht, euch nach und nach immer mehr von denen anzueignen. Die helfen einem schon wirklich massiv. Jetzt fehlt noch ein Get-Topic, ne? Aus Symmetriegründen machen wir das gleich mit. Stehe ich da schon vor. Jetzt haben wir also das Topic-Ding auch implementiert. Okay? Und das heißt, wir können jetzt hier MyRoomSetTopicMaß machen. Wir werden zusätzlich zu dem typischerweise noch sogenannte With-Methoden verwenden. Das mache ich mal hier vor. Die kennt leider Eclipse noch nicht so cool. Die muss man noch von Hand tippen. Public Room with Credits. Die funktionieren im Wesentlichen so, dass man ein sys.setCredits aufruft mit Credits als Parameter und dann das aktuelle Objekt, auf dem man gerade steht, zurückliefert. Ich mache jetzt gerade noch so ein nie Copy-Paste programmieren with Topic Ding. Der kriegt natürlich einen String. New Topic oder so. Hätte man besser Set Topic, New Topic. My New Topic. Nee, New Topic. Ein paar Klammern weg. Return this. Wunderhübsch. Wenn man das macht, dann kann man hier im Szenario anstatt Set Credits with Credits aufrufen und dann danach direkt das Set Topic oder von mir aus auch wieder ein With Topic. Das spart zwei Token. Ne? Ein Semikolon und einmal die Wiederholung des Variablennamens. Okay, ist nicht viel. Sind aber insgesamt auch nur 5 Token. Sind also doch immerhin schon 40%. Je nachdem, wie man es sieht. Ne? Ist ein bisschen Geschmackssache. Man nennt diesen Style, den wir da haben, Fluent Style.
Das heißt, man kann jetzt innerhalb eines Satzes oder innerhalb eines Statements mehrere Operationen so hintereinander auf ein und demselben Objekt aufrufen. Der Fowler hat das erfunden und das ist in letzter Zeit wahnsinnig populär, wollte ich euch gezeigt haben. Das Coole ist, man kann das sogar jetzt noch eins weiter treiben und dieses MyRoom hier auch noch weglassen und direkt nachdem das Objekt konstruiert ist, NewRoom liefert einem so ein Ding zurück, das aufrufen. Das kann man jetzt nicht mehr so gut debuggen, aber man kann dieses eine Statement ohne Probleme auf drei Zeilen aufteilen, dann ist es das gleiche wie vorher. Und jetzt haben wir das gleiche gemacht wie vorher, aber in vier Zeilen, jetzt haben wir vier Token gespart. Ne? Also, naja, immerhin. Das ist ein bisschen Geschmackssache, aber ich benutze es ganz gerne. Man darf es nicht übertreiben, wenn man die Dinger zu sehr ineinander schachtelt, passieren böse Dinge, dann kann man es irgendwann auch nicht mehr lesen. Die Alternative dazu ist, dass man sagt, wir müssen jetzt 15 Räume für diese Bibliothek, für diese Universität initialisieren. Und jedes Mal diese drei Methodenaufrufe hinschreiben, das ist uns zu viel Arbeit. Was wir stattdessen jetzt machen wollen, ist, wir bauen uns einen speziellen Konstruktor und übergeben die 17 und das Maßding einfach als Parameter an diesen Konstruktor. Na? Dann sagt er, so einen Konstruktor gibt es aber gar nicht. Dann sagt man, dann baue ihn doch. Na? Und dann, jetzt ist es ein bisschen, na, dann würden wir hier aufrufen, this dot, ah, hier könnten wir jetzt this dot with credits i, was für ein Scheißname, dot with topic string. Und die würden wir jetzt eigentlich noch umbenennen, damit es ein bisschen schöner ist. Na? So. Das geht jetzt. Dann sagt er so, war. Das musst du jetzt aber immer so machen. Ne, du kannst, musst immer, wenn du einen Raum konstruierst, diese beiden Parameter mitgeben. Anders auf gar keinen Fall. Meistens funktioniert das für diesen Test hier. Manchmal will man es eigentlich anders haben. Insbesondere gibt es ein paar generelle Rahmenwerke für Serialisierung und Deserialisierung. Die sind total unglücklich, wenn es keinen Konstruktor gibt mit ohne Parameter. Deswegen machen wir zusätzlich jetzt noch einen Konstruktor mit ohne Parameter. Wenn man gar keinen Konstruktor hat, ist der ohne Parameter defaultmäßig vorhanden. Wenn man einen deklariert, explizit, dann sagt er, okay, dann willst du den Default-Konstruktor, dann mache ich nicht, dann mache ich dir den auch keinen. Wenn man ihn doch haben will, muss man ihn explizit machen. Und das machen wir auch normalerweise und diese To-Dos macht man immer weg. Ja, und dann sagt man vielleicht hier stattdessen empty oder so. Hey, jetzt haben wir eine Klasse mit zwei Parametern, mit zwei Attributen oder zwei Feldern und wir haben schon ungefähr 50 Zeilen Code. Ne? Und haben eigentlich noch nichts gemacht. Okay, die Zeile hier zählt nicht. Ne, aber dafür hätte ich jetzt normalerweise da eine gelassen, wie dem auch sei. Okay. Und dafür können wir jetzt aber das machen. Wir können diesen Name-Room vielleicht auch noch machen. Das wäre jetzt Modeling. Ne? Und der hat irgendwie Modeling hat 29. Credits. Und irgendwie ist das doof, dass der Name erst später kommt. Ich fände es schöner, wenn das andersrum wäre. Muss ich noch ändern? Ja, ne, ist doof. Man kann hier mit Control und Maus, Control drücken, mit der Maus da drauf gehen und dann draufklicken, dann springt er an die Stelle, wo das deklariert ist. Kennt das jeder? Ne, braucht man auch wahnsinnig häufig. Das heißt, da würden wir jetzt den Parameter hier wegnehmen und da einen hin tun. Das zusätzliche kommen wir wieder weg. Unglücklicherweise müssen wir jetzt das hier von Hand reparieren. Mach mal einen Refactoring. Okay. Na? Zwei Räume reichen mir jetzt erstmal. Wunderhübsch. So, jetzt haben wir Klassen aus dem Klassendiagramm abgebildet. Wir wissen, wie man Attribute abbildet.
Wir wissen, dass wenn man Attribute hat, dass man normalerweise einen Konstruktor braucht, mit dem man diese Attribute bequem initialisieren kann. Und was man dann typischerweise eben auch noch braucht, ist ein Konstruktor, womit man sich Objekte erzeugen kann, ohne sie zu initialisieren. Wir machen immer eine Felddeklaration, die ist private, Setter und Getter dazu und wer Lust hat, noch ein With dazu. Okay. Im Klassendiagramm können Methoden auftauchen. Ich mache das eigentlich fast nie, weil es keinen großen Mehrwert hat. Aber bitteschön, zu Dokumentationszwecken macht man das. Machen wir mal eine Methode teach und die bekommt als Parameter einen Student. Moment, wunderbar. Können wir auf verschiedene Weisen machen. Eines der einfachsten Dinge, dafür brauchen wir. Der Room hat eine Teach-Methode. Okay. Dann gehen wir doch, rufen wir das doch auf dem MyRoom mal auf. MyRoom.teach Kali, ne? Oder FirstStudent. FirstStudent gibt es noch nicht. Control 1, Create Local Variable. Finde ich gut. Hat nicht wirklich viel gebracht. Na, jetzt steht hier Object First Student. Ja, vielen Dank auch. Das soll natürlich ein Student sein. Der First Student oder die First Student wird zu New Student. Na, jetzt brauchen wir offensichtlich noch eine Klasse Student. Da machen wir wieder dieses beliebte Control 1, Create Class Student. Ja, passt schon. Wunderbar. Na? Hey, fertig. Und jetzt können wir teach hier hingehen, Control 1, create method teach. Jetzt haben wir eine Methode public void teach, bekommt einen student, first student als Parameter und hat so einen leeren Methodenrumpf. Da lassen wir das To-Do mal stehen, weil wir da jetzt noch nichts dran gemacht haben. Diese To-Dos, die hier reingeschrieben werden, werden von Eclipse unterstützt. Da gibt es einen speziellen View für. Task List. Tasks. Tasks. Ich glaube, es ist Tasks. Da schreibt er alle möglichen Dinge auf, wo sich in meinem Quelltext Kommentare befinden, in denen Fix Me steht, wo ich vielleicht mal nachgucken sollte. Okay. Oder wo in meinem Quelltext irgendwo To-Do steht. Aber er macht das über meinen kompletten Workspace. Das ist ein bisschen viel. Kann man das nicht irgendwie einschränken? Sagen, zeig mir das nur. Show nur die To-Dos. Ich hätte es gerne nur fürs aktuelle Projekt. Configure Content. Und dann? Ja, findet das mal raus. Ne? Bei mir ist der immer so voll mit Sachen, die noch zu tun sind, dass ich ihn nie angucke. Alles klar. So, prinzipiell hat das jetzt aber soweit geklappt. Das heißt, wir könnten jetzt hier MyRoom Teach First Student irgendwie aufrufen. Und dann würden wir wollen, dass nachdem wir das gemacht haben, dieses Assert Not Null ist nicht so richtig sinnig, aber schadet auch eigentlich nicht. Hier würden wir eigentlich wollen, dass jetzt dieser Student Credits gekriegt hat. Und zwar genau 17. Okay? Das heißt, wir wollten haben assert equals, finde ich eine sehr schöne Idee, da gibt es jetzt ganz viele davon, ich kriege das glaube ich hin, da gebe ich immer als erstes eine Message, irgendwie wrong number of credits, wrong amount of credits, number of credits. Der bekommt, wie viel habe ich tatsächlich drin und wie viel habe ich erwartet, nee. Expected und actual. Ich glaube, als erstes würde ich jetzt hier angeben, ich würde erwarten, dass wir 17 Credits haben, wenn wir in den Mathe-Raum gewesen sind. Und tatsächlich habe ich dann irgendwie first student.getCredits, würde ich gerne machen. Credits, genau. Da sagt er, das geht gar nicht. Dann sagen wir nicht change to get class, sondern sagen create get credits. Das liefert was zurück, das ist eben schon klar, nämlich ein int. Und zwar sagen
sys.credits. Na? Dann sagt er wieder, das gibt es gar nicht. Dann sagt man, mach es doch. Wunderbar. Und dann sagt man aus Symmetriegründen sofort, mach mir auch den Setter dazu. Auf das Wiss habe ich jetzt mal gerade keine Lust. So, das ist jetzt schon so ein bisschen groß. Müssen wir es mal so machen. Assert equals kriegt zwei Zahlen und liefert einen grünen Balken, wenn die gleich sind, und einen roten Balken, wenn die ungleich sind. Na? Und wenn wir das jetzt gleich mal laufen lassen, dann kriegen wir einen unglaublich roten Balken, weil er sagt, hey, ich habe erwartet, dass da 17 drin sind, waren aber 0. Was jetzt auch nicht verwunderlich ist, weil wir die Teach-Methode noch nicht implementiert haben. Na? Wir haben ein Studentenobjekt neu erzeugt, haben die Credits nicht initialisiert, dann sind die automatisch erstmal 0. Dann greifen wir lesend drauf zu, kriegen 0 raus, wundert uns jetzt erstmal nicht. Ne? Und das ist die Stelle, an der das hier schiefgegangen ist. Okay, dann lass uns doch die Teach-Methode mal implementieren, damit das hier wieder grün wird. Und da machen wir jetzt eben so eine ganz einfache Nummer. First student dot with, nee, set hatten wir gesagt, ne? Set credits zu, naja, wir wollen die erhöhen. Wir könnten jetzt einfach pauschal auf 17 setzen, das ist irgendwie ein bisschen gemein. Ne? Also so ein bisschen allgemeiner sollte die Methode schon funktionieren. Das heißt, der Raum sollte dem seine Credits geben, also sys.getCredits. Ne? Das sind so viele Punkte, wie der Raum hat. Hat jetzt danach der Student. Aber tatsächlich kriegt der Student ja mehr Credits, als er vorher hatte. Das heißt, er sollte die alten auch noch kriegen. Das heißt, wir müssen auch noch sagen, first student.getCredits. Und das addieren wir zusammen. So, das ist jetzt die Stelle, wo es echt hässlich ist. Also dieses, wir hatten jetzt gesagt, man muss Attribute immer in Setter und Getter zusammenfassen oder verkapseln, damit wir Seiteneffekte programmieren können. Später mal, habt da ganz viel Nutzen davon. Und im Augenblick ist jetzt jeder Lesezugriff und Schreibzugriff darauf total hässlich. Und man kann insbesondere nicht Credits plus plus machen oder Credits plus gleich. Man muss das immer zweimal hinschreiben, was echt nervtötend ist. Wem das richtig nervt, der schreibt einfach eine neue Methode, nennen wir sie doch Increment, Entschuldigung, Credits und übergibt nur die Credits, die dazugehören. Also so ein Plusgleich soll das jetzt eigentlich sein. Dann sagt er wieder, das gibt es doch gar nicht. Dann sagt man, ja, dann mach es doch. Na? Und dann sagt man, ja, passt, 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 passt. Und das sollte dann sowas sein wie sys.getCredits plus Credits von 2. Was für ein blöder Name. Und dann ein sys.setCredits. Also dann verkapseln wir einfach diesen blöden Get und Set Aufruf in so eine Methode weg. Und jetzt ist es fast so wie ein Plusgleich. Na? Okay. Und dann haben wir das. Ordentliche Menschen würden jetzt noch zusätzlich so Motivation abziehen und vielleicht noch prüfen, ob die Motivation groß genug ist. Hausaufgabe. Na? So, jetzt sollte unser Test hier wieder laufen. Die kann man hier auch starten. Unglaublich grüner Balken. Wunderhübsch. Na? Das heißt, unser Szenario läuft jetzt schon relativ gut. Wir können Räume darstellen. Kali kann in einen Raum reingehen und Teach aufrufen. Dann kriegt er oder sie schon Credits dazu. Eigentlich soweit schon relativ cool. Na? ja. Wir könnten jetzt der Studentenklasse noch einen Namen geben oder ein Attribut, ein Namensattribut geben, wo man dann eben den Klartextnamen des Studenten, der Studentin reinlegen kann. Hausaufgabe. Okay. Wir haben nämlich noch zwei wichtige Dinge. Als nächstes müssen wir Assoziationen implementieren. Und Assoziationen sind leider erschütternd kompliziert und wir werden heute leider so ein paar Minuten überziehen. Wir haben nämlich nur noch eine halbe Stunde und wir brauchen noch eine Dreiviertelstunde. Assoziation in einem Klassendiagramm bedeutet, dass der Professor hier sich in einem Raum befindet und dass sich in dem Raum ein Professor befindet. Das heißt,
das Professorenobjekt, das wir hier später bauen, bekommt ein Attribut oder ein Field, mit dem das Professorenobjekt auf den Room hier zeigt und sich den merkt. Und diese Zeiger male ich hier mal als Strich in das Objektdiagramm rein. So, gleichzeitig weiß aber auch der Raum, dass ein Professor in ihm ist oder welcher Professor in diesem Raum unterrichtet. Das heißt, es gibt hier so einen Rückzeiger. Der Hinzeiger heißt in. Entschuldigung. Dieser Rückzeiger heißt Prof. Okay. Und daraus machen wir jetzt eben auch genauso eine Implementierung. Das heißt, wir werden in der Java-Klasse Professor ein Attribut machen, das heißt vom Typ Room, und in der Room-Klasse ein Attribut vom Typ Professor. Das machen wir erstmal. Wir haben schon einen Room. Ja, warum machen wir das nicht hier? Prinzipiell bin ich relativ entspannt, wo man solche Attributdeklarationen hinmacht. Es gibt Menschen, die sammeln die alle vorne, oben. Oh. Es gibt eine Tastenkombination Ctrl-O. Da zeigt er einem alphabetisch sortiert an, welche Features was hat. Dann kann man sagen, ich hätte jetzt gerne ein Teach gefunden und dann springt er dahin. Ne, die Klassen sind relativ schnell so groß, dass sie nicht mehr auf eine Bildschirmseite passen. Da muss ich eh immer suchen, wo habe ich das jetzt. Und ja, das hilft mir, wenn ich weiß, alle Attributdeklarationen sind oben, dann kann ich da etwas schneller hinscrollen oder ich mache Ctrl-O, was noch schneller ist. Und deswegen, wenn man sich an das Ctrl-O gewöhnt hat, dann ist es einem dann anschließend völlig egal, wo in der Klasse welche Dinge stehen. Na, dann bin ich nicht sehr dogmatisch. Okay. Gibt bestimmt ein Kommando, wo man die alle alphabetisch umsortieren kann. Oder sagen kann, hier, räum da mal auf drin. Und dann sortiere das mal irgendwie zusammen. Hier machen wir jetzt also wieder so ein Ding. Das sind Room hier. Hier wollten wir uns einen Zeiger auf einen Professor machen oder ein professorwertiges Field. Das sollten wir Prof nennen. Na? Aus Gründen der Symmetrie sind diese Dinger auch private mit Zugriffsmethoden. Set und Get machen wir gleich. Jetzt gibt es die Klasse Professor nicht, dann sagen wir ja, dann mach sie doch. Ja, wunderbar. Ne? Und in der Klasse Professor wollten wir einen Zeiger haben, in welchem Raum befindet sich dieser Professor gerade. Das heißt, hier wollten wir sagen, Room in. Ne? Das geht, wir sind im gleichen Package, den Room-Namen finde ich. Das mache ich wieder private, aus dogmatischen Gründen. Dann mache ich ein get room, get in und ein set in. Wunderbar. Na? Dann habe ich den Teil. Dann gehe ich hier in den room. Das Ding ist ja private, da muss ich jetzt eben auch ein get und ein set machen. Alles leicht. Ne? Dann kann ich wieder in mein Szenario gehen. Das tue ich mal hier nach links. Dann ist das der erste Reiter. Dann ist das ein bisschen schöner. Und jetzt kann ich solche Dinge machen. Das heißt, ich kann mir jetzt... ich mache das mal hier drunter. Na, jetzt erweitere ich mein Szenario, ob alle meine Dinge hier funktionieren. Dann sage ich hier, oh, ich bräuchte einen Professor. Ich nenne den jetzt mal Albert. Jetzt zu New Prof. Prof gibt es nicht. Da schlägt er mal vor, erzeugt doch eine Klasse Prof. Heute sagen wir, nee, Ende mal zu Professor. Wunderbar. Einen Raum haben wir schon. Ich gehe natürlich in den Modeling Room. Das heißt, jetzt könnte ich sowas machen wie Albert.setIn My Room. Was ist mit dem Neighbor Room? Hey, Neighbor Room ist cool. Na? Jetzt habe ich gesagt, Albert, zeig bitte auf den Nachbarraum. Prima. Jetzt gibt es ja noch diese Rückrichtung. Der Raum sollte wissen, welcher Professor da drin ist. Das heißt, da müsste ich jetzt eben einen zweiten Befehl machen. Neighbor Room. Set Prof. Albert. Na? Und diese beiden Befehle zusammen ziehen mir jetzt diese Hin- und Rückkante. Okay? Die ich hier aufgemalt hatte. Ne, die In-Kante und danach diese Prof-Kante. Mit diesen beiden Kanten, die da so gegenläufig sind und die mal so ein Paar bilden, passieren relativ häufig Fehler. Wenn man das manuell machen möchte,
kann man sich da wahnsinnig leicht vertun und das geht wahnsinnig leicht schief. Deswegen ist das so, wie wir das bis jetzt haben, nicht okay. Man darf das dem Benutzer unseres Datenmodells nicht aufbürden, sich selbst da um die Konsistenz dieser beiden Zeiger da zu bemühen. Was man machen kann, ist, man kann sagen, ach, mir reicht eine Richtung, die Rückrichtung lasse ich komplett weg. Dann implementiert man diese Richtung nur unidirektional. Das ist Mogeln und entspricht nicht der Semantik des Klassendiagramms. Und wir werden jetzt hier in der Vorlesung und nachher in der Übung lernen, wie man beide Richtungen hin und rück richtig implementiert. Man kann später mal sagen, ah, in dieser Applikation hätte ich es gerne ausnahmsweise mal anders. Generell, wenn man mal beide Richtungen hat, ist es wahnsinnig praktisch, dass man diese Kanten hin und rückwärts laufen kann. Und die braucht man an ganz vielen verschiedenen Stellen. Und deswegen prügeln wir das jetzt erstmal in euch rein, dass man das immer so macht. Und danach, wenn ihr verstanden habt, wie das geht, dürft ihr dann in euren eigenen Programmen, nicht in denen, die ihr für unsere Übungen schreibt, auch mal davon abweichen. Aber nur, wenn es einen guten Grund dafür gibt. Na, prinzipiell macht man das immer so, dass es das beides geht, dass man beide Kanten zieht. So. Da könnten wir jetzt mal wieder Asserts schreiben, finde ich. Assert equal und dann irgendwas mit Objekten und irgendwas mit Messages. Ach ja, wunderbar. Na? Ich würde eigentlich erwarten, dass der Albert zurückgeliefert wird, wenn ich den Neighbor Room frage get prof. Na? Ja, das sollte gehen. Und ich prüfe jetzt eben auch die Richtung, die Rückrichtung. Wrong prof for room. Na? Und ich würde jetzt erwarten, dass im Neighbor Room, dass das der Room ist, den ich bekomme. Wrong room for Albert? Nee, das ist hier falsch geschrieben. Wrong prof for room und hier muss stehen. So. Wrong room for prof, das heißt, wenn ich jetzt den Albert frage, get in und da kommt nicht neighbor room raus, bin ich total unglücklich. Ne? Laufen lassen, da gibt es eine Taste für, F11 glaube ich. Können wir gleich auch mal verwenden. Okay, das funktioniert. jetzt mache ich mal was. Ich tue mal den Albert in den neuen Raum. Na? Das heißt, jetzt sage ich Albert.setIn myRoom. Ne, der muss jetzt mal Mathe unterrichten. Keine gute Idee, aber warum? Und dann sage ich auch schön myRoom.getIn. Get prof, nee, set prof. Albert. Okay. So, und danach würde ich jetzt hoffen, dass das im Großen und Ganzen hier wieder funktioniert. Aber jetzt mal mit myRoom. Und das wird auch funktionieren. Alles noch gut. Trotzdem haben wir jetzt gerade einen Fehler gemacht. Sieht den einer? Genau. Der Neighbor Room glaubt immer noch, dass der Albert in ihm unterrichten würde. Das hat ihm keiner gesagt. Dem Albert haben wir gesagt, du bist jetzt in dem neuen Raum. Damit haben wir den alten Raum automatisch überschrieben. Das heißt, Albert weiß Bescheid. Dem neuen Raum haben wir Bescheid gesagt. Aber dem Modeling Room hat niemand gesagt, du bist jetzt leer. Na? Das sollten wir erstmal ein Assert machen. Assert, ach, das Equals war toll, ne? Dann wieder mit so einer Message. No prof in modeling. Das heißt, wir, das war jetzt irgendwie der Neighbor Room. Get prof. Genau.
Und da sollte eigentlich, finde ich, null rauskommen. Wenn ich jetzt hier ein Komma eintrage, das funktioniert nicht, ne? Das ist irgendwie eine Intelligenz. Der sagt, da willst du zum nächsten Parameter. So. Wenn wir das laufen lassen, F11 ist die Taste dafür, dann kommt ein mördermäßig roter Balken. Und da steht, war no profit modeling room expected, da ist aber einer drin. Na? Und das ist die Fehlermeldung, die schief geht. Und jetzt gönnen wir uns das zusätzlich nochmal und gucken uns das im Debugger an, was passiert hier eigentlich. Und zwar fangen wir an der Stelle hier an. Jetzt haben wir viele, viele Variablen. Also zum Beispiel den Albert. Und da steht dieses in auf 0. Und der Neighbor-Room, da steht der Prof auf 0. Und der My-Room steht der Prof auch auf 0. Kann man schlecht lesen, weil es so klein ist. Na? Okay. Und dann machen wir diesen Aufruf hier. Und jetzt steht hier bei in für den Albert-Room irgendein komischer Room. Ich weiß nicht genau welcher. Insgesamt ist dieser Variables-View, nennt man das. Da kann man sich alle Variablen, die gerade gültig sind, mit ihren Belegungen anklicken. Man kann, wenn das Objekte sind, in die Attribute reingucken und das aufklappen, immer weiter. Also hier den hier zum Beispiel nochmal aufklappen und davon den Topic aufklappen. Ist keine gute Idee. Der Prof ist noch nicht gesetzt. Das ist aber alles sehr mühsam. Na? Um sich die Datenstruktur im Hauptspeicher ein bisschen besser anzugucken, gibt es spezielle Programme. Das erste hat der Andreas Zeller geschrieben, das ist der DDD, Visual, irgend so ein Debugger. Wir haben in Paderborn dann eDops entwickelt, Eclipse, DOPS, den zeige ich gleich. Und es gibt als neues Plugin für Eclipse von meinem Fachgebiet noch den Visual Debugger vom Andreas Koch. Können wir nochmal gucken, ob wir den auch mal zeigen können. Das ist ein bisschen komplizierter zu installieren. Ich habe die Lizenz gerade nicht. Der kommt mit UMLab zusammen. Aber der ist für Studenten auch kostenlos zu vernutzen, macht auch irgendwie Sinn. Ich mache jetzt mal den eDops, weil ich schon über 30 bin und ich den immer nehme. Das ist hier ein extra Kommando, wenn man das eDops installiert hat. Weiß ich nicht, ob ihr das habt. Gibt es ein Plugin für. Müsst ihr eure Betreuer fragen, wo man da drankommt. Dann geht hier so ein neues Fenster auf. Neues Fenster ist doof. Ich hätte den gerne hier. Ha. Jetzt ist der unter dem Programmquelltext. Und da wird jetzt dieses Objekt als Objekt dargestellt. Na? Und tatsächlich steht jetzt hier noch so ein kleines Fähnchen dran. Das sieht man nicht gut. Da ist so ein Knick dran. Das ist so ein Post-it, das hier drauf klebt. Da steht dieses Objekt, das wir jetzt hier mal R0 nennen, für die Diskussion, ist im Programm in der Variable myRoom abgespeichert. Da kann man noch expand drauf machen, das hilft aber an der Stelle hier nicht. Dann nehmen wir noch den Albert. Na? Das ist P1 vom Typ Professor und in der Variable Albert bekannt. Da können wir mal ein expand drauf machen, dann findet der, durchsucht er das Objekt nach zeigerwertigen Attributen und zeigt dann die Nachbarobjekte an. In dem Fall diesen Room hier. Das ist der Neighbor Room, in dem bin ich nicht drin. Und da steht an der einen Kante davon in. Das heißt, es gibt von P1 nach R2 tatsächlich so eine Innenkante. Hey, noch nie gesehen. Das kann man ja vergrößern. Cool. Na? Aber die Rückrichtung, die Kante ist nicht beschriftet, das heißt, den Rückzeiger gibt es nicht. Der DOPS geht ständig davon aus, dass diese beiden Kanten hin und rück, dass sie zusammengehören und dass das auch zusammen funktioniert. Und ist jetzt hier eigentlich unglücklich, dass es die Rückrichtung nicht gibt. Jetzt lassen wir das Programm mal weiterlaufen. Machen mal hier oben so einen Step Over. Dann wird dieser nächste Befehl ausgeführt. Und jetzt sehen wir leicht, dass wenn ich diese Kante anklicke, dass jetzt Hin- und Rückrichtung beide da sind. Na? Das heißt, jetzt sind diese Paar von Kanten ist jetzt vollständig. Wunderhübsch. Und dann laufen wir über diese Asserts drüber. Jetzt kommt dieses Albert Z in MyRoom. Das ist hier, MyRoom ist ja der hier. Na? Wunderhübsch. Das heißt, wenn wir das noch ausführen, dann sehen wir, die Kante ist umgesprungen. Dieser eDops aktualisiert sich typischerweise nach jedem Step, den man gemacht hat.
Und dann sehen wir, dass hier jetzt diese Innenkante schon gezogen ist. Und hier gibt es noch die Profkante rückwärts. Also diesen Zeiger von dem alten Raum auf den Professor. Diese Räume haben ja Attribute, die kann man sich auch darstellen lassen. Preferences, Show Attributes. Okay. Dann sieht man Credits und Topic angezeigt. Dann kann man besser sagen, welcher Raum welcher ist. Na? Die Boxen werden dadurch so groß. Wenn man zu viele Boxen hat, sieht man nichts mehr. Deswegen habe ich es normalerweise ausgeschaltet. Aber können wir ja mal gerne angeschaltet lassen. Okay. Hier haben wir nur die Hinkante gezogen. Hier ist nur die Rückkante gezogen. Noch einen Schritt. Jetzt müsste der hier heile sein. Da gibt es jetzt Hin- und Rückkante. Wunderbar. Und die gibt es aber noch. Diese Halbkante ist noch da. Das ist böse. Na? Das darf nie passieren. Deswegen werfen wir jetzt auch mördermäßig so einen roten Balken und sagen, das darf auf gar keinen Fall sein. So, das kriegt man von Hand nicht hin. Na? Und weil das so schwer ist, das richtig zu machen, verkapseln wir das jetzt in diese Zugriffsmethoden. Wir haben ja extra diese Setter und Getter gebaut, damit man so Konsistenzchecks und Seitenbedingungen bauen kann. Das heißt, wenn wir Albert Setin aufrufen, dann wollen wir, dass diese Rückkante automatisch schon mitgesetzt wird, dass ich das nicht mehr von Hand machen muss. Na? Also da und da. Das heißt, ich gehe jetzt in dieses Setin rein und sage, hey, sys.in wird zu in und außerdem rufe ich auf dem in, das ist ja der Raum, Entschuldigung, ein Set Prof von sys auf. Na? Uah, totales Voodoo. Das ist eigentlich genau die Zeile, die ich vorhin gerade gelöscht habe, die Rückrichtung setzt. Na? Hier wird auf dem Objekt, das in sys ist, der Raum gesetzt und anschließend auf dem Raum das sys gesetzt. Na? Sys ist verweist auf einen Professor, in dem Fall hier vielleicht auf Albert. Das heißt, erst wird dem Albert gesagt, du bist jetzt in dem Raum, Mathroom, und dann wird dem Mathroom gesagt, der Albert macht jetzt bei dir Dienst. Haben wir die Rückrichtung gesetzt, okay? Wunderhübsch. Nochmal laufen lassen. Würde jetzt, glaube ich, keinen Schritt nach vorne bringen. Ich hoffe, es ist immer noch rot, ja. Immer noch an der gleichen Stelle. Jetzt haben wir das vorwärts gesetzt, aber das rückwärts haben wir noch nicht gesetzt. Na? Das heißt, wir sollten, bevor wir das tun, wo waren das jetzt? Das war ein Professor, ne? Genau. Bevor wir dem Raum sagen, und selber, wir sollten dem alten Raum sagen, dass wir ihn jetzt verlassen. Das war der Trick. Na, das heißt, wir sollten sagen, Room old Room wird zu sys.in. Warum mache ich das? Brauche ich noch nicht. Brauche ich gleich, aber hier ist es noch zu früh. Hier würden wir jetzt so sagen, hier sys.in .set Prof null. Du hast jetzt keinen Professor mehr. Ich gehe weg. Na? Okay. Cool. Da kriege ich eine Null Pointer Exception. Wenn ich das erste Mal das Ding aufrufe, ist sys.in noch null. Klar, ne? Ich habe alle Objekte sind noch einzeln. Jetzt will ich dem Albert sagen, du bist in dem Modeling Room und dann sagt der vorher, oh, ich muss mich bei dem Alten verabschieden. Dann sagt der so, Alten gibt es gar nicht. Also brauchen wir hier eine Fallunterscheidung. If sys.in ungleich null. Dann mache das. Dann verabschiede dich. Wenn es eh keinen alten Raum gab, dann ist es egal, dann kann das so bleiben, wie es ist. Hey, alles ist cool. Na, jetzt funktioniert das soweit richtig. Jetzt gibt es nur noch ein winziges kleines Problem. Das ist ein Symmetriebegriff.
Problem. Wenn ich hier Albert set in room aufrufe, dann möchte ich gerne, dass wenn ich my room dot set prof aufrufe, ja, und dann Albert übergebe, dass genau das gleiche passiert wie hier vorher. Na? Aus Symmetriegründen. Also diese Assoziationen sind bidirektional. Und wenn ich auf Albert sage, du bist jetzt im Modeling-Room, dann werden beide Kanten gezogen. Und wenn ich dem Modeling-Room sage, hier, der Albert ist jetzt in dir drin, dann sollen auch beide Kanten gezogen werden. Das soll dem Benutzer egal sein, in welcher Richtung er das zieht. Na? Und er möchte das auch ganz normal so direkt aufrufen können. Okay. Mit ein bisschen Glück geht das jetzt schief. Ja. Ne? Da sagt er Assertion Error, das hat nicht geklappt. Und zwar weiß der Raum nicht Bescheid. Ne? Nochmal, der Fehler war Wrong Room for Prof expected irgendwie bla und es war aber bla. Da ist der falsche Raum irgendwie noch eingetragen. Ja, macht ja kein Wunder, weil das haben wir hier nicht getan. Ne? Entschuldigung. Zurück. Im Set-Prof machen wir ja noch gar nichts. Da setzen wir ja die Rückrichtung nicht. Ja, dann machen wir das doch. Ne? Prof. Set. Genau. In Sys. Ne? Das hat ja diese Rückrichtung genetzt. Ist jetzt aus Symmetriegründen unvollständig. Wir müssen noch dieses ungleich Null abfragen. Na, wollen wir das gleich machen? Oder? Na, wir müssen noch uns abmelden. Stimmt, das war dieser andere Fall. Ne? Also if sys.prof ungleich Null. sys.prof.set in Null. Dann verabschieden wir uns von dem. Ne? Und dann machen wir dieses sys.prof und das. Wunderhübsch. So, wenn wir alles richtig gemacht haben, dann kriegen wir einen, sag ich nicht, du Feigling, Stack Overflow Error. Ist jedem klar, warum? Wollen wir rein debuggen? Oder? Ganz genau. Na, wenn wir jetzt hier oben Albert set in aufrufen, dann ruft der irgendwann ein in set prof und der ruft irgendwann ein prof set in und der ruft irgendwann ein in set prof und der ruft irgendwann ein prof set in und so weiter. Ja, mein Gott, ein bisschen Verlust ist immer. Ne? Also das ist tatsächlich eine blöde Stelle. Und die Götter der Softwaretechnik haben lange darüber nachgedacht, was ist hier zu tun. Also erstmal möchte man eigentlich, dass man in einer Methode beide Kanten ziehen kann. Und dann haben irgendwelche Leute gesagt, ach, das reicht, wenn ich das auf den Professoren aufrufen kann. Ich brauche das nicht auf den Room aufrufen können. Da macht man diese Assoziation so asymmetrisch. Also mein Symmetrieempfinden ist dadurch verletzt. Ich fand es schöner, wenn das beide Methoden können. Und wenn es beide Methoden können, dann ist so ein bisschen, gab es mal so irgendeine Idee in Rhapsody, die haben gesagt, ich fände das schöner, wenn es eine Methode gibt, die ruft die Gegenmethode und eine Methode, die macht es nur lokal. Das heißt, wenn ich die Methode in der Gegenrichtung rufe, dann gibt es so eine Methode underscore set prof. Und die ruft mich dann nicht nochmal zurück. Das kann man machen. Ja, aber anschließend muss man aufpassen, dass nicht irgendein Benutzer aus Versehen underscore set prof aufruft, anstatt set prof. Also diese Hilfsmethode da verwendet. Und das ist so eine Hilfsmethode nur für den internen Gebrauch. Dann kann man versuchen, die private zu machen. Super. Ich muss die von der Gegenklasse aufrufen. Wenn das private ist, kann ich das nicht mehr. Dann kann man sagen, okay, ich mache das irgendwie so package visible. Dann muss aber die andere Klasse in dem gleichen Package sein. Und was ist, wenn der Test oder dieser Algorithmus, den ich gerade programmiere, auch in dem Package ist? Dann kann der das wieder aufrufen und soll das nicht. Und alles irgendwie so ein bisschen blöd. Deswegen habe ich gesagt, da müssen wir irgendwie mit leben. Und wie ich dann habe dann vorgeschlagen, wir machen das wie folgt. If sys.in ist ungleich in. Also ich löse jetzt die Rekursion auf, indem ich sage, tu das nur,
wenn, manchmal ist er smarter, als er sein soll. Hier eine geschweifte Klammer zu. Jetzt ist die Layout-Indentierung. Ctrl-I macht die Indentierung richtig. Es gibt noch ein Ctrl-F, der formatiert. Ne, bei mir macht er ein Find-Replace. Ctrl-Shift-F? Ctrl-Shift-F, der formatiert. Der fummelt manchmal an meinen geschweiften Klammern rum, was ich nicht mag. Also ich nehme immer Ctrl-I. Aber für Indentieren. Der macht die Einrückung richtig. So, hey! Aus Symmetriegründen, finde ich, sollten wir das jetzt im Setprof auch machen. Gibt es da nicht so einen coolen Befehl? Surround with if-Statement. Kann man auch machen. Sys.prof ungleich prof. So, ne, also nur wenn durch diese Zuweisung wirklich sich was ändern würde, dann mache ich die Änderung und rufe die Gegenrichtung auf. Und sonst lasse ich das sein. Okay. Gucken, ob das schon funktioniert. Nö, immer noch ein Stack Overflow. Ah, das liegt daran, dass er da irgendwann mal dieses auf Null setzen macht an irgendeiner Stelle. Ja, hier. Da brauchen wir jetzt noch so einen kleinen Trick. Prof. Old Prof wird zu sys.prof. sys.prof wird zu null. Und aus Symmetriegründen. Also was passiert ist, der ruft, sagt, oh, da gibt es ja noch einen alten, dem muss ich Bescheid sagen. Na? Ändert das Lokal noch nicht, sondern sagt erst dem anderen auf der Gegenrichtung Bescheid. Hier, setz das mal auf null. Dann sagt der, oh, muss ich erst dem anderen Bescheid sagen. Setz das mal auf null. Oh, muss ich erst dem anderen Bescheid sagen. Setz das mal auf null. Endlosschleife. Schafft man total oft. Deswegen diese Lösung, die ich hier vortrage, auch nicht so wahnsinnig beliebt ist. Ne? Also, set in. Das war gar nicht im... Da fehlt es auch. Ne? So, das heißt, hier machen wir jetzt ein room old. Room wird zu sys.in und sys.in wird zu null. Und wenn die Götter gnädig sind, geht es immer noch nicht. Gibt es noch eine Null-Pointer-Exception? Ja, genau. Da sollst du ja auch den Old-Room verwenden. Deswegen habe ich mir den doch gemerkt. Aus Symmetriegründen ist das dann hier genauso. Ne? Old-Prof. So. Ah, es gibt so Tage. Genau. Der Rückrichtung brauchen wir nicht Bescheid sagen, wenn die null ist. Ne? Also if prof ungleich null. Wunderschön. Und immer die Symmetrie wahren. Professor if in ungleich null. Ja, und wenige Minuten später funktioniert das Ganze wie Sau. Na? Das war der leichte Fall. Jetzt haben wir noch schnell den komplizierten. Den schaffen wir aber. Wir haben noch 3 Minuten Zeit, locker. Na? Weil so viel komplizierter ist er dann auch nicht mehr. Nochmal, die Stelle ist tatsächlich, also wir haben uns da jetzt ein bisschen einen abgerochen, ich habe das auch sehr schrittweise entwickelt. Ich weiß gar nicht, wann ich das gebaut habe, das erste Mal. Ich glaube noch beim Progis-System, das ist schon 20 Jahre her. Habe ich über diese Stelle wirklich mehrere Monate nachgedacht, weil wir einen Code-Generator gebaut haben, der das automatisch generieren sollte. Wie ist das am geschicktesten zu implementieren? Habe dann auch Literaturrecherche gemacht, also die Repse, die Leute benutzen so eine Anders-Core-Methode. Ed Merckx macht es an der Stelle so ähnlich wie ich, aber der macht es an einer anderen Stelle ein bisschen anders. Es gibt so verschiedene Varianten. Letztendlich ist das die Variante, die für zu 1 Assoziationen am häufigsten verwendet wird. Ja, und die ist ein bisschen blöd, weil man sich ganz schnell diese Rekursion da einfängt und eine Endlosschleife baut.
aber hey, das ist intern in so einer Zugriffsmethode, die darf ruhig ein bisschen komplizierter sein. Normalerweise brauche ich da keine Hand dran anlegen, das geht schon. Und damit ihr das auch versteht, wie das geht, programmieren wir das alle mal schön nach. Dann in der Hausaufgabe für das Risikobeispiel. Da nehmt ihr dann mal so eine 1-1-Assoziation oder dann gleich machen wir eine 1-N-Assoziation, dann programmieren wir das nach. Was wir jetzt noch machen würden, wäre University und Rooms. Das müssen wir noch machen, weil sonst könnt ihr die Hausaufgabe nicht machen. Und ich beeile mich jetzt ganz schnell. Na? Also, dann gehen wir noch mal hier unten hin und dann sagen wir mal, University wird zu, und study right, finde ich schön, wird zu New University create class, wunderhübsch. Na? So, und jetzt wollen wir, dass sich die University nicht nur einen Raum merken kann, sondern viele. Da steht ein N. Na? So, wenn ich jetzt da hinschreibe, ein Attribut vom Typ Room, das wird nicht funktionieren. Das heißt, ich muss irgendwie ein Array nehmen. Arrays sind aber böse. Ich kann eine ArrayList nehmen. Das macht tatsächlich AdMerge so. Die sind auch relativ cool, solange es wenig Räume sind. Also so bis 1000 Räume ist das eigentlich die richtige Implementierung. Wenn ich mehr haben will, dann ist das blöde. Insbesondere wegen dieser bidirektionalen Assoziation, Hin- und Rückkante. Wenn ich jetzt eine neue Kante ziehe, dann rufen diese Methoden sich ja hin und rück immer auf und dann wird immer gesagt, so, wenn ich ändere mich, dann trage ich das ein, sagt der University Bescheid, dass sie einen neuen Raum hat. Und da muss man ja irgendwann sagen, muss die University ja sagen, der Raum ist neu, den trage ich bei mir ein. Oder den Raum kenne ich schon, das ist ein rekursiver Aufbruch, ich breche jetzt ab. Das heißt, man muss ganz oft prüfen, ob in der Menge meiner Räume dieser neue Raum schon drin ist oder nicht. Und das ist bei einer Liste, prüfen, ob so ein Element enthalten ist, eine teure Operation. Weswegen man die Liste wahlweise sortieren sollte. Dann bräuchten wir ein Sortierkriterium für Räume. Was doof ist. Oder was noch leichter ist, man erstellt eine Hash-Tabelle. Na? Deswegen machen wir jetzt schnell eine Hash-Tabelle. Und zwar, private ist eh klar, nehmen wir eine Linked-Hash-Set. Die gibt es in der Klasse Java-Util, fertig implementiert. Das ist eine Hash-Tabelle, so wie ihr das gelernt habt in Algorithmen und Datenstrukturen, die zusätzlich alle Einträge noch in eine doppelt verkettete Liste verwaltet. Diese doppelt verkettete Liste ist nur dafür da, dass wenn ich eine Schleife über alle Elemente dieser Hash-Tabelle mache, ich die jedes Mal in der gleichen Reihenfolge wiederbekomme. Ihr erinnert euch, Hash-Sets, wenn die größer werden, reorganisieren die sich. Der macht einfach eine doppelt so große aus und hasht neu. Dabei ändert sich die Reihenfolge der Elemente, die Sortierreihenfolge. Und tatsächlich ist die Reihenfolge, in der die da drinnen stehen, mehr oder weniger zufällig davon abhängig, wo die Objekte im Hauptspeicher alle angelegt worden sind, was sie für eine Adresse haben. Und bei zwei aufeinanderfolgenden Ausführungen eines Programms kann es sein, dass das gleiche Objekt eine andere Adresse kriegt und einmal ziemlich weit vorne in der Hash-Tabelle steht und einmal ziemlich weit hinten in der Hash-Tabelle steht. Das heißt, wir kriegen für jeden Programmlauf eine andere, nicht deterministische Durchlaufreihenfolge. Und dann kann es, wenn man ganz viel Glück hat, passieren, dass man montags einen Test hat, der funktioniert, und dienstags schmeißt er einen Fehler. Und dann guckst du mit dem Debugger nach, ist der Fehler weg. Und dann lässt es wieder laufen und drei Tage später ist der Fehler wieder da. Solche Fehler treiben einen in den Wahnsinn. Na, die kriegst du nicht zu packen, weil du sie nicht reproduzieren kannst, weil sie zufällig sind. Und Zufall ist böse in reproduzierbaren Programmabläufen. Und deswegen spendiere ich jetzt einfach nochmal doppelt so viel Hauptspeicher, nur damit meine Tests zweimal hintereinander exakt gleich ablaufen. Und ich mir dann aber 5 Monate meines Lebens beim Debuggen spare. Na? Deswegen, Hash-Set ist böse, Linked-Hash-Set ist gut. So, die wollen so einen generischen Template-Parameter haben, den kann man auch weglassen, aber wir brauchen einen Set of Rooms. Na? Dann nennen wir es doch Rooms, oder wie hatten wir das genannt? Hier steht Rooms. Dann nennen wir es doch Rooms. Na? Ich initialisiere das jetzt mal gleich, wird zu New
da kann man auch sagen, so, da kann man das sogar offen lassen, finde ich aber doof. So. Na, die spitzen Klammern, wenn er die haben will, schreibt irgendein Typ rein, passt schon. Na? Dann, wie immer, ein Getter. Entschuldigung. Und jetzt bräuchten wir eigentlich einen Setter. Der ist aber doof. Dieser Setter setzt das komplette Menge meiner Räume durch eine neue Menge von Räumen. Und ich bin fast beinahe sicher, dass er sich dabei mit den Rückkanten keine große Mühe gibt. Na? Deswegen, das tun wir nicht. Und stattdessen machen wir eine Methode, die da heißt Public University. Wir haben früher immer eine Methode genannt, die hieß AddTo. Da hatten wir eine AddToRooms-Methode und eine RemoveFromRooms-Methode. Das machen wir nicht mehr, weil diese With-Dinger sich so durchgesetzt haben. Deswegen gibt es jetzt eine WithRooms-Methode und nachher noch eine WithoutRooms. Damit kann man einen Room löschen. Muss man beide haben. WithRooms. Jetzt fügen wir nur einen Room hinzu. Das Ding heißt aber Rooms. Na, das ist der Name, den diese Rolle oder diese an der Assoziation dran stand. Der wird einfach übernommen. Wenn man da versucht, jetzt mit Mehrzahl oder Einzahl zu rumzueiern, dann kriegt man die Krise. Das lassen wir einfach so, wie es ist. Ganz systematisch, dann passt das. Room, new room. Wunderbar. Und da machen wir jetzt genau diese fröhlichen Dinge. Also wenn der new room gleich null ist, machen wir gar nichts. Return this müssen wir machen, Entschuldigung. Na, wir tragen keinen Null ein. Auf gar keinen Fall. Na, Return this müssen wir ansonsten immer machen. So. Und jetzt prüfen wir nach, ist der schon drin in der Menge. Na, if not rooms, also sys.rooms, contains, das ist eine Standardoperation, die diese Hash-Tabelle halt kann, new room, dann ist das neu für uns. Dann machen wir ein sys.rooms.add new room. Jetzt tragen wir den halt ein. Na? Und dann sagen wir dem Raum Bescheid, hey, du hast jetzt eine Uni. Das heißt, wir sagen dem new room set, wie hieß das Ding? Uni. Set Uni this. Na? Set Uni haben wir noch nicht implementiert. Ja, wunderhübsch. Geh du weg. Assign parameter to new field. Uni wollten wir das eigentlich nennen. Ne? Stand in dem Klassendiagramm. Müssen wir uns jetzt nicht überlegen. Jetzt gibt es einen set uni field. Dann brauchen wir noch ein get uni. Wunderhübsch. So, die set-Methode ist jetzt wieder so ähnlich, wie wir es eben hatten. Da machen wir wieder diese Abfangen von Rekursionen. If sys.uni ist ungleich University. Wunderbar. Dann machen wir diese Zuweisung und dann sagen wir eben auch Bescheid. Ne? Also University dot with room this. Das machen wir natürlich wieder nur, wenn das ungleich 0 ist. Ne? If University ist ungleich null. Sieht schon schön aus. Aber wenn wir vorher eine andere Uni hatten, dann sollten wir der noch Bescheid sagen. Ne? If sys.uni ist ungleich null, einfach aus Symmetriegründen, ne? Dann machen wir ein University old Uni wird zu sys.uni. Sys.uni wird zu null und old uni dot. So, da sind wir nicht mehr dabei. Da müssen wir jetzt ein without aufrufen. Wir müssen irgendwie sagen, du bist nicht mehr drin. Und with null wird er sagen, hä, was willst du von mir? Ne? Also das macht keinen Sinn. Da brauchen wir tatsächlich eine zweite Methode für. Da melden wir uns jetzt ab.
Das heißt, wir brauchen noch eine Without-Methode. Ja, die ist irgendwie so ähnlich wie der, nur mit ein paar anderen Dingen. If Room gleich 0, das ist doof. Genau, da machen wir return this. Dann sagt er, du kannst gar nichts returnen. Doch, kann ich. Wunderbar. Wenn der den nicht enthält, das müssen wir das Vorzeichen ändern. Na? Also wenn der da drin ist, dann schmeißen wir ihn raus. Und dann wird das hier bestimmt. Gibt es da eine Methode, die heißt remove. Hey, wunderbar. Aber das ist der Raum. Und dann sagen wir, der Gegenrichtung beschreit, und zwar dem Raum. Set uni null. So. Gott sei Dank haben wir keinen Test dafür geschrieben. Das heißt, wir können das jetzt nicht prüfen, ob es funktioniert. Im Großen und Ganzen ist das das gleiche Ding, was wir eben hatten. Wir rufen with rooms auf. Der ruft set uni auf. Der verabschiedet sich von der alten. Und dann meldet er sich bei der neuen irgendwo an. Wo sind wir? Verabschiedet sich von der alten. Zurück. Trägt die ein und meldet sich bei der neuen an. Na? Alles genau wie gehabt. Wunderbar. Das without macht das auch so und die set-Methode macht es auch hin und zurück. Geht in beide Richtungen. Prinzipiell hätte ich euch jetzt gerne noch gezeigt, dass man stattdessen auch das linked hash-set, das wir jetzt da nehmen. Also es gibt drei Sätze noch, wir bekommen keine neuen Folien mehr. Es gibt drei Dinge, die bei diesem Design von to-n-Methoden spannend sind. Was für eine Containerklasse nehme ich? Da sind sich die Götter uneins. Wir haben immer linked hash-set verwendet. Der Ed Merckx hat immer eine ArrayList verwendet, die er aber nochmal umimplementiert hat. Wie das geht, wollte ich euch noch zeigen, mache ich nächste Woche. Und gibt noch andere Varianten. Inzwischen haben wir tatsächlich eine andere Klasse implementiert. Eine Simple Key Value List oder so ähnlich. Eine eigene Hash-Tabelle implementiert, die noch effizienter ist als Linked Hash-Set. Die mit diesem Speichermechanismus noch ein bisschen geschickter umgeht. Da gibt es eigene Forschungsdisziplinen in der Softwaretechnik oder Modellierung, die sich darum kümmern, was ist die richtige Containerklasse da, die man nehmen soll. Und dann, wo tut man diese With-Without-Methoden hin? Sind das Methoden, die direkt in der Klasse University sind? Oder muss ich sagen, university.getrooms.add, university.getrooms.remove? Das ist eine Philosophiefrage, eine Designfrage. Ed Merckx sagt, du machst erst ein getRooms und dann auf dem Room-Menge der Rooms so eine Art Methode und die überschreibe ich, da mache ich eine Subklasse von LinkedHashSet oder Subklasse von ArrayList bei ihm tatsächlich, in der ich dafür sorge, dass dann die Rückrichtung aufgerufen wird. Da muss man eine Subklasse bauen und zwei Methoden überschreiben, nämlich die Add- und die Remove-Methode. Das kann man tun, ich finde das hässlich. Tatsächlich hat das auch den Effekt, dass man plötzlich diese Set of Rooms, diese Menge von Räumen, werden dann im Programmtext sind das so First-Level-Dinger, auf die greift man ganz oft direkt zu. Mit denen geht man direkt um, auf denen fügt man Elemente ein. Im Datenmodell, in unserem Objektmodell, kommen die Dinger nicht vor. Da haben wir University-Objekte. Na, hier haben wir nirgendwo hingemalt, so einen Kasten, ich bin eine Menge von Nachbarräumen. Das haben wir nicht gemacht. Das heißt eigentlich in unserem mentalen Design, in dem Objektmodell, das wir entworfen haben, um unser Problem abzubilden, kommen Mengen von Räumen nicht explizit als Objekte vor. Deswegen finde ich es persönlich schöner, wenn das auch im Programmtext nicht vorkommt und man auf einem Room direkt sagt, add neighbor oder with neighbor, without neighbor und nicht sagt, room get neighbors dot add. Okay. Es sind außerdem zwei Token mehr, wenn man das schreiben muss.
Aber das ist tatsächlich philosophisch. Und wir werden beide Sachen hier in Vorlesungen kennenlernen und mit beiden Sachen mal hantieren. Das nächste ist, wie hebt man diese Rekursion auf? Benutzt man einen zusätzlichen Parameter, kann man auch noch machen, wo man sagt, so true, ich werde das erste Mal aufgerufen und false, ich werde gerade rekursiv aufgerufen, ruf mich nicht zurück. Na, oder dieses Underscore-Set-Methode. Wir hatten letztes Jahr in den Hausaufgaben zu dieser Übung Leute, die hatten sich nicht die Mühe gemacht, meine Vorlesung anzuhören und diese Argumentation, die ich gerade bringe, und haben dann selber versucht, ja, bidirektionale Assoziation, wie würde ich das denn jetzt machen? Und da kamen dann tatsächlich mehrere Lösungen, die hatten dann so einen zusätzlichen Parameter oder eben so eine Underscore-Set, so eine Hilfsmethode, die ohne Rückrichtung funktionierte. Null Punkte. Na? Zusätzlicher Parameter oder eben so eine Underscore-Methode hat immer das Risiko, dass irgendein Benutzer, der unser Datenmodell später darauf einen Algorithmus baut, das Ding falsch benutzt. Und wenn man das verhindern kann durch so ein paar EVAP-Fragen, dann ist es das allemal wert. Und wer glaubt, er wüsste das besser, kriegt von mir keine Punkte. So einfach ist das. Okay, deswegen reite ich da so ein bisschen drauf rum. Danke, dass ihr so viel Geduld hattet. Bis Freitag in der Übung.